Tobias, schön, dass du heute Zeit hast, um mir vielleicht gegen meine Rückenschmerzen ein paar Übungen zu zeigen. Aber am Anfang habe ich eine Frage: Gibt es denn irgendwas, um diese Bürorückenschmerzen, die man so hat, vielleicht sogar zu verhindern von Anfang an? Ja, also ganz wesentlich ist es, Monotonien zu durchbrechen. Und der menschliche Körper ist nicht für monotone Haltungen gebaut, sondern wirklich für Bewegung, für Abwechslung, für Vielfältigkeit. Ich würde heute gerne so ein paar ganz einfache Übungen mal lernen, wie ich wirklich präventiv dem Rückenschmerz vorbeugen kann. Wie schaffe ich es denn wirklich, so das regelmäßig einzurichten? Also wie gesagt, wenn ich es schaffe, eine Alltagssituation zu verknüpfen, kein Mensch macht sich darüber Gedanken, ob er sich morgens die Zähne putzt oder seine Mahlzeiten am Tag einzunehmen. Eventuell wäre es ein Ansatz, zum Beispiel das Ganze an eine Mahlzeit zu verknüpfen und die Mahlzeit hinterher als Belohnung zu sehen. Dass ich einfach sage, okay, bevor es ans Abendessen geht, 10 Minuten ab auf den Boden, ich mache schnell meine Übung und hinterher gönne ich mir was Gutes. Rückengymnastik ist ein Sport für alle, die unter Rückenschmerzen leiden. Das Training kann einfach gesteigert werden und lässt sich gut in den Alltag integrieren.